So, hallo, ich zeige euch heute ein kleines Review oder Testfahrt, wie auch immer, vom neuen Honda Civic und gleich noch auf der Nordschleife. Beides in R-Faktor 2, beides ziemlich neu. Ich denke, viele haben es vielleicht noch nicht gesehen. So, eingestellt habe ich schon alles. Das Fahrzeug ist schon da. Die Strecke ist auch schon eingestellt. Renneinstellungen muss ich gerade noch mal gucken. Ah ja, ich hatte vorhin mal den Regen probiert. Ich habe jetzt aber keine Lust, im Regen zu fahren. Ich stelle mir das jetzt hier mal wieder auf. Schön. Im Regen ist es eigentlich gefühlt wie auf Glatteis. Ich habe jetzt hier auch bei Real Road das Preset Light Rubber drin, also dass es schon leichten Grip hat, aber jetzt nicht schon übermäßig hier. Es gibt eine Einstellung, die haben sie ganz nett genannt. Glue finde ich ganz nett. Also, ja gut, aber ich fahre jetzt hier einfach mit einem Light Rubber. KI habe ich keine mit drin, ich habe nur Training eingestellt. Dann legen wir mal los. So, die Ladezeit ist eine ganze Weile. Bei mir hat es das erste Mal laden von der Strecke, keine Ahnung, bestimmt 3, 4 Minuten gedauert. Sobald er aber einmal schon geladen war, habe ich festgestellt, es geht es deutlich schneller. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich werde ich es trotzdem jetzt hier ganz schnell mal cutten. So, dann wären wir mit dem Laden fertig. Jetzt kommen wir in unser Boxenmenü. So, wie aus R-Faktor 1 kennt man es eigentlich schon. Die Spieler sind hier aufgelistet und und. In der Garage kann man auch alles Mögliche einstellen. Ich habe das Auto jetzt komplett auf Standard eingestellt. Das heißt, ich habe da jetzt noch gar nichts, mich noch gar nicht mit befasst oder irgendwas geändert. Genau. Bloß damit man es mal kurz gesehen hat. Sieht aber alles sehr, sehr ähnlich aus wie in R-Faktor 1. So. Man könnte hier unten bei Einstellungen die Steuerung, verschiedene Steuerungen laden. Ich selber fahre mit einem Logitech G25 und komplett ohne Fahrhilfen. Zumindest bei solchen einfachen oder kleineren Autos. So, dann schauen wir uns das Auto kurz mal nochmal von außen an. Hier sieht man schön das Männchen, was jetzt auch animiert ist. Lackierung finde ich persönlich extrem gut. Gibt es natürlich mehrere. Das Auto an sich, mei, ist jetzt nicht ganz so mein Geschmack, aber man sieht, es ist schön modelliert. R-Faktor 2 sieht im Grunde genommen überhaupt deutlich besser aus als R-Faktor 1. Gut. Dann fahren wir mal los. Ich fahre sequentielle Schaltung am Stick. Das heißt, ja, habe übrigens G25, also das wollte ich eigentlich noch sagen. So, der linke Ausgang hier ist immer ein bisschen komisch. Da hüpft nämlich immer das Auto. Aber ist ja im Grunde genommen egal. Sound von dem Auto finde ich persönlich extrem gut. Gefällt mir wirklich gut, also hört sich das klasse an. Nur wenn er in Drehzahlbegrenzer reinrennt, dann ist das Ganze ein bisschen relativ. Über Fahrkünste bitte nicht beschweren. Ich fahre, glaube ich, das erste Mal, dass ich und kommentiere nebenbei ein bisschen was. Also, da ist das Ganze jetzt, was Konzentration angeht, nicht so prickelnd. Ich lasse mal unten rechts schon die Reifentemperaturen eingeblendet. Das sieht man sehr schön, viel besser als bei R-Faktor 1 noch. Wie schnell sich die Reifentemperatur ändert und dass zum Beispiel jetzt der äußere Reifen, wenn ich ihn untersteuere, gerade weil es ein Frontriebler ist. Ja, hier sieht man den typischen Civic. Er kommt brutal leicht auf den Arsch. Das heißt, gerade wenn man jetzt ohne Fahrhilfen, ohne Stabilitätskontrolle fährt, muss man da schon höllisch aufpassen, dass der eben nicht mehr hinterkommt, obwohl es eigentlich ein Frontriebler ist. Aber beim Bremsen halt Gewicht auf die Vorderachse und dann kommt ganz schnell mal das Heck. Genau, gerade eben war ich noch bei den Reifentemperaturen. Einfach mal ein bisschen drauf achten, wenn ich jetzt hier durch Kurven fahre. Man untersteuert ja dann doch ziemlich oft. Und dann sieht man richtig schön, wie der äußere Reifen richtig warm wird. Ich bin hier, fahre jetzt mal ein bisschen vorsichtig, weil hier fliegt man wirklich sehr leicht raus, wie man hier schön an der Spur schon gesehen hat. Ich will euch ja hier möglichst eine Runde präsentieren, wenn ihr rausgeht. Das ist überhaupt erstmal die dritte Runde mit dem Auto, ist auf der Nordschleife. Ich habe mich am Anfang erst sehr daran gewöhnen müssen, dass es ein Rechtslenker ist. Weil ich glaube, ich bin zwar schon Rechtslenker gefahren, aber noch keinen einzigen Rechtslenker auf der Nordschleife. Deswegen ist das natürlich dann schon was ganz was anderes. Oder es ist einfach ungewohnt. Also hier Fuchsröhre runter, rennen wir unten natürlich gleich volle Kanne in den Drehzahlbegrenzer rein.
Top-Speed ist jetzt in der Standardeinstellung so bei 220. Das Feedback einfach wirklich sensationell. Also man merkt jede Bodenwelle, da ist natürlich jetzt Nordschleife super gut geeignet. Ist auch richtig klasse gemacht. Also es ist jetzt die Version 097N. Und man muss wirklich sagen, also ich sehe jetzt so eigentlich keine Sachen, wo man irgendwie großartig noch verbessern könnte. Also gerade hier diese Stelle mit diesen ganzen Bodenwellen. Super genial, ist richtig toll, das Lenkrad wackelt. Wie blöd, macht riesig Spaß. Ein Manko hat das Auto, und zwar der Schaltblitz oben drin, der ist irgendwie praktisch dauerhaft grün-gelb. Das heißt, man kann sich an dem überhaupt nicht orientieren, wann man jetzt eigentlich wirklich schalten sollte. Da könnte man noch eine Kleinigkeit verbessern. Jetzt bin ich ja doch mal abgeflogen. Ich wollte euch eigentlich was ohne Ablegen präsentieren, aber naja. Also ich habe keine Fahrhilfen drin, außer die Unverwundbarkeit, weil ich keinen Bock habe, jedes Mal neu anzufangen, wenn ich einmal ein bisschen abfliege. Jetzt auf allerbesten Grafikeinstellungen, was R-Faktor 2 so hergibt, bringt meine Grafikkarte jetzt mir hier momentan gerade 34 Bilder pro Sekunde. Ich habe eine XFX 7950 Black Edition und bringt mir hier eigentlich wirklich genauso viele Frames wie in Battlefield 4. Bisschen seltsam, aber gut. Hier kommen wir ein bisschen quer. Also man sieht schon, dass da auch grafisch gerade so schattentechnisch ist jetzt hier wirklich viel gemacht worden. Aber ein Gang zu weit unten. Aber wirklich unbeschreiblich gut ist das Post-Feedback, das fühlt sich so klasse an. Ist einfach tausendmal besser als in der 1. Könnte ich jetzt am Lenker die Anzahl der Platten zählen, da müsst ihr nicht mal hingucken. R-Faktor 1 war es einfach so ein monotones Dauerrad dann, aber hier. In einem anderen Reviewer hat einer mal gesagt, ein anderer Reviewer hat mal gesagt, dass man R-Faktor 2 sogar anhand des Rütteln vom Lenkrad bestimmen kann, wie weit man jetzt gerade auf dem Körb drauf ist. Und das kann ich eigentlich nur bestätigen, das ist einfach sensationell. Wenn man übrigens zu weit eine Kurve schneidet, also mir ging es vorhin so, dass ich einmal versehentlich durchs Gras geprügelt bin und dadurch abgekürzt habe, das erkennt R-Faktor mittlerweile und sagt dann, dass die Runde nicht gezählt wird. Das heißt, zum Schummeln ist jetzt dann doch deutlich schwieriger geworden. Aber wer schummelt schon in so einer Rennsimulation? Also das fahren ja meistens dann doch nur die, die auch ein Lenkrad haben, R-Faktor. Ist grundsätzlich gerade das 2 jetzt noch viel mehr als das 1er wirklich speziell auf Lenkräder ausgelegt. Gamepad, ja, vielleicht noch fahrbar, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es irgendwie möglich ist. Oder dass es Spaß macht. Da ein bisschen das Gras gestreifen. Oh, das war knapp.
einfach eine Kleinigkeit, ich weiß gar nicht, was es war, gerade von meinem Tisch gefallen oder vom Rennsitz gefallen. Jetzt sollte da halt auch nichts draufstellen. So, das war es eigentlich ja schon. Vögel jetzt bis vor. Schade, dass ich leider einen Dreher drin hatte. Aber na gut. Alles klar, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn ja, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen, einen Kommentar lassen. Bei Fragen beantworte ich natürlich immer so schnell wie es geht. Alles klar, vielen Dank und auf Wiedersehen.